damit wir unseren potenziellen Kunden auch zeigen können, was wir überhaupt verkaufen wollen und dass diese Personen dann auch die Möglichkeit haben, uns ihre E-Mail-Adressen zu geben, benötigen wir eine Webseite, auf der beides möglich ist. Deshalb bauen wir nun mit Hilfe des E-Mail-Tools ConvertKit innerhalb von wenigen Minuten und mit ganz wenigen Klicks eine sogenannte Landingpage. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt auf meinem Computer. Wir befinden uns in ConvertKit und wenn du dich auf dieser Seite bit.ly/dropstart zur Verfügung gestellten ConvertKit-Link über diesen Button bei ConvertKit anmeldest, erhältst du eine 14-tägige kostenlose Probeversion, wo du ConvertKit hundertprozentig kostenfrei für 14 Tage vollumfänglich nutzen kannst. Um eine neue Landingpage in ConvertKit zu erstellen, müssen wir lediglich hier oben auf Forms klicken, dann oben rechts auf den roten Button New Form. Dann können wir auswählen zwischen Form und Landingpage. Und da wir logischerweise eine Landingpage erstellen wollen, klicken wir auf Landingpage. Und jetzt können wir eins von mehreren Templates nutzen. Welches am Ende ausgewählt ist, ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Ich würde empfehlen, dieses zu nehmen mit den Palmen drauf. Und wir wählen Choose. Und schon können wir direkt die gesamten Inhalte hier bearbeiten. Logischerweise wollen wir hier, wo das Platzhalterbild drin ist, unser Mockup reinbringen. Dementsprechend klicken wir einfach drauf, dann rechts auf Choose File und dort können wir dann unser Mockup auswählen. Das wählen wir hier aus. Dann lädt es hoch und sobald es hochgeladen ist, können wir dieses unten links auswählen und schon haben wir das Ganze auf unserer Seite. Im nächsten Schritt können wir den Text, der hier steht, einfach überschreiben, indem wir reinklicken. Drop Shipping Coffee. Und die Subheadline, die Bohne für mehr Erfolg. Dann auch hier, wenn wir den Text ändern wollen, einfach reinklicken und ändern. Natürlich hilft Kaffee nicht. Zumindest nicht, um erfolgreich zu werden. Wäre aber cool, oder? So, nachdem das fertig ist, können wir auch die Felder und den Button hier bearbeiten. Wir fangen an mit dem Namen, wo jetzt Your First Name drin steht. Klicken wir rein und würden dann, da wir nicht unbedingt den ersten Namen oder den Vornamen brauchen, können wir das Feld auch löschen. Klicken wir auf Delete Field und jetzt haben wir nur noch die E-Mail-Adresse übrig, wo wir dann hier oben bei Label auch das Ganze auf Deutsch übersetzen können. Deine E-Mail-Adresse. Und schon hätten wir das Ganze so angepasst, wie wir das brauchen. Auch hier können wir die Farben ändern, indem wir einfach auf Border Color klicken und den Farbcode eingeben, den wir benötigen oder einfach hier rumspielen. Wir wählen die Farbe aus, die wir auch hier ausgewählt haben von dem Kaffee-Mockup und sind damit mit dem Feld fertig. Dann gehen wir weiter zu Get a Free E-Book, erstmal den Text ersetzen, jetzt eintragen oder was auch immer du da reinhaben möchtest. Den Hintergrund ändern wir hier oben wieder, genauso einfach den Farbcode eintragen und als nächstes können wir den Text übersetzen. Wir werden dir niemals Spam zusenden. So, ganz simpel und schon hätten wir das Allermeiste schon geschafft. Unten rechts findest du auch noch diesen Powered by ConvertKit Button, der lediglich Werbung für ConvertKit ist. Wenn du dort einfach draufklickst und rechts nach oben scrollst, kannst du diesen entfernen, indem du den Haken bei Show Powered by Link entfernst und dieser würde dann später auf deiner Landingpage nicht mehr angezeigt. Jetzt können wir noch auf das Zahnrad hier klicken und da ist die erste Nachricht, die wir hier verändern können, was passiert oder was der Kunde, der potenzielle Kunde angezeigt bekommt, sobald er sich eingetragen hat. Diesen Text können wir entweder so lassen, wenn wir international unterwegs sind, oder auf Deutsch übersetzen. Das war ein Erfolg.
Vielen Dank fürs Eintragen. Bitte bestätige nun. Bitte bestätige dies nun in der erhaltenen E-Mail. So, mein Gott, schwere Geburt. Wir können die auch zu einer anderen Seite weiterleiten. Klicken wir auf Redirect to Other Page und würden dort einfügen. Brauchen wir nicht. Wir arbeiten damit. Dann klicken wir auf den Umschlag und dort können wir die E-Mail bearbeiten, die der Kunde bekommt oder derjenige, der sich hier eingetragen hat, sobald er sich dort eingetragen hat. Klicken wir drauf. Da ist die E-Mail, die wir auswählen können. Hier ist natürlich jetzt meine E-Mail-Adresse. Und wenn wir auf Subject gehen und das bearbeiten, das ist die Betreffzeile, die er am Ende der Kunde sieht von der E-Mail. Wichtig, bitte bestätige deine Eintragung. Dann können wir hier die Nachricht ändern. Danke fürs Eintragen. Bitte bestätige dies nun. Den Button können wir genauso bearbeiten, einfach markieren. Jetzt bestätige und am Ende dann einfach nochmal ein Danke. Nachdem wir dies nun ganz einfach erledigt haben, klicken wir oben rechts auf das X und schon hätten wir die bearbeitet. Ganz wichtig, dass du nicht auf Auto Confirm New Subscribers klickst, hier nicht den Haken machen, weil laut deutschem Gesetz oder europäischem Gesetz sind wir dazu verpflichtet, dass Leute, die sich bei uns eintragen, dass sie die Möglichkeit haben, das Ganze zu bestätigen. Das ist quasi ein Schutz, dass man nicht einfach fremde E-Mails irgendwo einträgt und schon ist man in allen Newslettern eingetragen. Also nicht den Haken bei Auto Confirm New Subscribers setzen. Dann gehen wir weiter, indem wir auf diesen kleinen Zauberstab klicken, wo du dann auch nochmal den Hintergrund ändern könntest. Jetzt ist ja dieser schwarze Sand zu sehen. Das können wir entfernen, indem wir auf Remove Image klicken und schon wäre das Ganze nur noch Anthrazit. Hier kannst du die gesamte Farbe ändern, je nachdem, wie du es haben möchtest. Ob es nun komplett weiß oder, was ich jetzt machen würde, wäre eher Anthrazit, weil dann die Farben besonders hervorstechen. Hier haben wir dann noch erweiterte Einstellungen, die wir machen können oder Analytics-Tool einbinden, was jetzt aber allerdings nicht sehr wichtig ist. Das wäre es für uns schon. Wenn wir jetzt hier oben auf Preview klicken, auf das Auge, dann sehen wir die Seite, wie sie am Ende aussehen würde für unseren Kunden. Du siehst, das Logo unten rechts ist weg und man kann unschwer erkennen, was wir dann tatsächlich verkaufen wollen. Natürlich solltest du hier ein bisschen mehr Text eintragen, aber als Beispiel reicht das. Um wieder zurückzukommen, klickst du nochmal aufs Auge. Wenn du dann noch was verändern willst, kannst du es machen. Ansonsten sind wir fertig damit und mit Save oben rechts speichern wir das Ganze. Und jetzt steht auch Form was successfully updated, bedeutet alles ist gut und wir können fortfahren. Und dieses Fortfahren tun wir, indem wir auf Share klicken, dieser Text. Und dieser Text hier, dieser Link, das ist der Link zu unserer Landingpage. Und wenn du den kopierst und in einen neuen Tab einfügst, dann siehst du auch, dass jetzt die Seite zu sehen ist. Und diesen Link kannst du ab jetzt mit deinen Kunden teilen und dann werden sie zu dieser Seite weitergeleitet, wo sie jetzt ab sofort ihre E-Mail-Adresse eintragen können.